So, meine Lieben, heute schauen wir uns das letzte Sternzeichen an. Der Fisch. Der Fisch ist das 12. und letzte Sternzeichen im astrologischen Horoskop. Und sein Planet ist Neptun. Er ist charmant, einfühlsam, feinfühlig, fröhlich, geduldig, hilfsbereit, sensibel, fantasievoll, verständnisvoll und verträumt. Seine Schwächen sind: Er ist beeinflussbar, entscheidungsschwach, gehemmt, prinzipienlos, labil, überempfindlich und umständlich. Man kann den Fisch einfach schwer fassen und die, die versuchen, ihn zu verstehen, können ein Lied von ihm singen. Manchmal taucht er ab und das dient für ihn zum Selbstschutz, denn er ist sensibel und verletzbar und das mehr als ihm lieb ist. Auseinandersetzungen geht er aus dem Weg und seine Inspiration und Intuition helfen ihm, Gefahren rechtzeitig zu wittern. Der Fisch ist fantasievoll und liegt in seinen Eingebungen oft richtig. Er liebt leise Töne statt großer Worte und hat ein großes Herz. Selbstdisziplin ist nicht unbedingt sein Ding und seine Gutmütigkeit wird oft ausgenutzt. Deshalb neigt er dazu, misstrauisch zu reagieren und verschweigt seine Gefühle. Gelegentlich lässt er sich treiben und wird von seinem Planeten, dem Neptun, absolut gerecht. Dieser verführt ihn, Lebensdinge nicht immer realistisch zu betrachten. In der Liebe ist der Fischgeborene tiefgründig und vielleicht auch exzentrisch, wenig greifbar, um ihn festzuhalten. Sein verträumter Charme und sein Facettenreichtum ist faszinierend. Wer sich in seine Traumwelt einlässt, kann entweder aufregende Überraschungen oder auch seine Unnahbarkeit erleben. Der Fisch kann abwesend und sarkastisch reagieren, wenn ihm etwas auf die Nerven geht. Er zeigt viele Gesichter und das kann eine echte Aufgabe für andere werden. Sein extrem freiheitsliebender Individualismus kann ihn mitfühlend und empathisch bis zur Selbstaufgabe machen. Der Fisch liebt die Menschen, die etwas Magisches an sich haben. Allerdings, es ist nicht einfach, ihn an der Angel zu haben, denn er lässt sich nicht einengen. Man muss eine Mischung zwischen Traum und Wirklichkeit zu ihm finden. Er lässt sich gern verführen und schätzt kleine Gesten. Der Fisch kann zärtlich sein und ist in einer realen, praktischen Welt zu Hause. Findet er in den überzeugenden Worten seines Partners dessen unermüdliche Liebe, ist er glücklich. Dann ist er im sicheren Hafen und zeigt sich loyal und hingebungsvoll. Und genau das wünscht sich der Fischgeborene für sein Lebens- und Liebesglück. Und das aus vollem Herzen. Sein Lebensmotto ist: Ich fühle mich mit allem verbunden und ich glaube. Ja, meine lieben Freunde, das waren Typ und Charakter der 12 Sternzeichen. Vielleicht hat der eine oder andere sich darin wiedererkannt. Ich hoffe, es hat euch wirklich Freude gemacht. Und denkt daran, habt ihr Fragen, dann ruft mich an. Ihr wisst, ich bin für euch da. Herzlichst, eure Deria.